Abend. Guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Lilifee 836, schönen guten Abend. Miyak 90, schön, dass du dabei bist. Es ist 22.15 Uhr. Es ist Ulig Stilles Örtchen heiß. Es ist brennt. Ulig Stilles Örtchen, was habe ich gesagt? Ulig Stilles Örtchen Zeit. Es ist brennheiß in München. Ich sag euch was. Ich drehe völlig am Rad. Und sitze jetzt hier und habe offenes Fenster. Wenn jetzt zu viele Viecher reinkommen, dann muss ich wieder zumachen. So, jetzt fangen wir mal an. Es gibt heute viel zu erzählen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stille Mörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulig. Guten Abend, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Ja, ich freue mich sehr, heute wird es, glaube ich, ich hoffe, dass es heute eine tolle Sendung wird. Es wird auf jeden Fall eine tolle Sendung. Aber ich habe vorhin mit Michael Patrick telefoniert und der hat natürlich im Rückreisestau irgendwo in Deutschland heute, weil ihr wisst, in Bayern und Baden-Württemberg sind die Pfingstferien vorbei. Wir sind heute aus Österreich hergekommen. Also auf jeden Fall werden wir ihn gleich erwischen. Irgendwo, ich weiß nicht im Moment, wo er ist, er wollte sich eine einsame Toilette auf einem Rastplatz suchen, ist aber guter Dinge. Sozusagen Ferdinand Seebacher ist in Irland, liebe Grüße, hat die Zeit vertan, weil da eine Zeitverschiebung ist, kann jetzt nicht reinkommen, vielleicht kommt er am Ende der Sendung. Ah! So, und wir sind heute extra früh losgefahren, wir waren in Oberösterreich. Wir mussten mal, weil es jetzt hier so heiß geworden ist, haben wir gedacht, war ja noch Pfingstferien. Und dann sind wir rausgefahren und dann haben wir heute die ganze Zeit den Stau beobachtet, wann fahren wir wie, sozusagen. Und sind jetzt aber pünktlich angekommen und ich hoffe, die Internetverbindung hilft und alles ist schön. Ich möchte mich erstmal bei meinen tollen Unterstützern Hakle, Dermalogica und Gretel bedanken, ohne die diese Sendung nicht gehen würde. Und ich habe eine Überraschung heute für euch. Es gibt verschiedene Sachen, weil ich habe einen neuen Unterstützer dazu gewonnen, sozusagen den vierten. Ihr wisst, es war noch ein Platz frei und es gibt einen neuen. Und zwar die großartige Firma Noeli, ja, Be Organic aus Wiesbaden. Baha Kran, die kennt ihr von meinem Shopping, was ich gemacht habe. Und die findet das stille Örtchen so toll und hat immer gesagt, sie würde gerne auf meine Toilette kommen. Und sie möchte da hinten an die Wand. Und dann habe ich gesagt, Baha, warum nicht? Und jetzt kommt sie dahin. Schaut mal, habe ich das richtig geklebt? Oder ist es so richtig geklebt? So, oder? Weil ihr denkt, ich bin bescheuert, aber man muss es ja richtig sehen. Also, Noeli ist sozusagen total organic nature. Ich finde, es passt wunderbar auf mein stilles Örtchen, weil es geht um die Haare, ja? Um Haarfärben. Das kannst du quasi essen, das Haarfärbeprodukt. Unser europäisches Haar natürlich färben. Und die Baha hat auch den hessischen, was hat sie, wie heißt dieser Preis? Baha, hilf mir! Du hast so einen Innovationspreis gewonnen und heute, weil ihr wisst ja immer, dass es von meinen Unterstützern was zu gewinnen gibt und heute gibt es das erste Mal von Noeli was zu gewinnen und zwar das Scalp Simulating Purifying Shampoo und dazu die Hair Mask. Alle Männer aufgepasst, auch ihr könnt eine Hair Mask benutzen. Ihr braucht die nicht nach jedem Waschen nehmen, aber zwischendurch ist das sehr gut und was an dem Shampoo so toll ist, wenn ihr so Kopf, es ist ganz Bio, ne? Es ist gar nichts. Und auch diese Flaschen sind aus Bambus, also da achtet sie total drauf. Ja? Das hat sie alles selber entwickelt. Und das Tolle ist, wenn du Schuppen hast, ja, ich will das nur, damit ihr das wisst, also euch drauf bewerben wollt, wenn ihr Schuppen habt oder auch entzündete Kopfhaut oder auch färben wollt mit den Pflanzenfarben, ist ja wichtig, die Chemie rauszukriegen. Und das alles könnt ihr damit und es reinigt hervorragend und es duftet hervorragend. Wenn ihr diese zwei Produkte gewinnen wollt, ja, wie immer einen lustigen, kreativen Kommentar, bis Dienstagabend zum Thema Wind im Haar, ich schreibe euch das nachher drunter, Sonne im Gesicht und Meer im Blick. Also ihr Lieben, Wind im Haar, Sonne im Gesicht und Meer im Blick. Und es sind wirklich ganz, 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 ganz tolle Produkte. Und ich finde, das ist der letzte Unterstützer, der auf dem stillen Örtchen ist, sozusagen. Und ich finde, die passen wahnsinnig toll zu mir. Und liebe Baha, ich freue mich sehr, dass ihr an meiner Seite seid. Und wir machen ja auch zusammen, das geht noch bis heute Nacht um 12. Dann ist ein Sendeschluss. Das wunderbare Format, heute geht es mal nur um dich, MeTime, wo ihr sozusagen eingeladen werdet in Kempinski in Frankfurt zwischen dem 10. und 12. September diesen Jahres. Am 11. reise ich mit an und da werdet ihr am Montag, den 12. von Noeli verschönert und Gretel. Ihr kriegt sozusagen einen neuen Look, alles mit Pflanzenfarbe und dem Ganzen und dann kriegt ihr ein tolles Make-up und von der Astrid Rudolf ein schönes Outfit verpasst.
5 Leute können sich bewerben. Eine Schwangere, eine mit einem kleinen Baby und 3, die weder Mütter sind noch sonst was. Wie ihr also wollt, bis heute Nacht um 12 ist Einsendeschluss unter der E-Mail me-time@fashion-style-academy.de. Ich habe da eh ein Video, wo das ist. Also wer Lust hat, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ich reise dann an dem 11. an. Und dann machen wir Alarm und dann werden wir auch tanzen. Und ich bin natürlich dabei. Ja, das also, oh ja. Und wer das jetzt nicht gewinnt bis Dienstagabend, also eine oder einen Gewinner, den lose ich dann aus. Ihr wisst, ich liebe schöne Kommentare. Ich mache am Donnerstag um 7:45 ein Shopping mit Noeli. Ihr müsst da gar nichts kaufen, aber ihr könnt gern dazukommen. Dann seht ihr mal, was das alles ist, weil da kommt die liebe Baha dazu und erklärt das alles. Und ich mache das jetzt seit 5 Monaten mit meinen Haaren. Und meinen Haaren geht es wirklich besser, viel besser. Und das ist ganz, ganz, ganz toll. Jetzt schauen wir mal. Michael, Patrick, bist du eigentlich da? Ich schwitze schon. Du siehst, ich bin aufgeregt. Ich möchte kurz die Geschichte, bevor er reinkommt. Ich habe also mit Sony telefoniert irgendwann. Und habe gesagt, ich hätte ihn so gern als Künstler. Und dann haben sie ihn gefragt und er hat gesagt, das finde er lustig, weil er baut auch gerade eine schöne Toilette und er möchte dann von dieser Toilette. Dann hat sich natürlich das Umbauen immer verzögert und dieses Toilettchen ist nicht fertig, das stille Örtchen. Und dann haben wir endlich einen Termin gefunden, weil die Toilette fertig ist. Und wo ist er jetzt? Auf der Autobahn. Michael Patrick, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hole dich jetzt, kommt eine Anfrage. Hoffentlich kriegst du das hin. Wo bist du? Oh Gott. Hallo, Elena. Also, mit der Toilette hat es nicht geklappt. Und pass mal auf, dieses stille Örtchen klappt auch nicht. Ich wollte dich von so einer richtigen, klassischen Sanifair-Toilette anrufen. Da brennt zwar das Licht, aber es ist zu. Man kommt nicht rein. Quatsch. Und jetzt bin ich hier. Gar nicht so, also ich bin in NRW, glaube ich. Ich zeige dir mal, wie dieses Rasthof, was zu. Vielleicht kriegt er mir ja gleich einen Standort, dann fahren wir hin und helfen dir. Wir können eine Campingtoilette mitbringen. Was ist das? Königsforst Ost. Und das hat zu, oder was? Ja, es ist zu und vor allem die Toilette ist zu. Also ich wollte dich eigentlich, wie du ja schön so eingeführt hast, von meiner neuen Gästetoilette anrufen, ist falsch. Wie sagt man das? Insta-Anruf, Stichwort Anruf. Guck mal, besuchen. Du wolltest mich besuchen von deinem Gästeklo sozusagen. Wir haben hier noch sogar eine Telefonzelle. Nein! Von der Telekom. Hier kannst du mit Karte und mit Münzen. Guck mal, original. Ist die offen? Und die ist offen. Und ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Also in London kenne ich das, diese roten Dinger da. Aber anyway, auf jeden Fall super, dich zu sehen. Und Plan B, wir hatten so viel Stau, dass es einfach nicht möglich war, dich von meinen stillen Örtchen aus anzurufen. Wie viele Stunden hast du im Stau gestanden? Ich glaube 2. Es gab eine Vollsperrung und Riesenumwege. Und dann bist du ja jetzt schon, wir haben ja vorhin telefoniert, eigentlich suchst du seit 2 Stunden einen Rastplatz mit 15 genau. Vor allem, wo WLAN ist, ja? Wir haben hier, wie ist das Licht? Kannst du mich das Licht sehen? Ist super. Das Licht kleidet dich wirklich hervorragend. Wie in Frankreich und in Belgien an den Autobahnen, diese gelben Lampen. Ja, schau mal, aber schau mal dein Haar. Siehst du, was das für Spitzen in dein Haar wirft, dieses Licht? Das macht dich so ganz verwegen, so ein bisschen wie Twilight, möchte ich sagen. Wollte ich hier mal so einen Videoclip drehen oder so? Ja. Also unbedingt. Du, es ist übrigens, wir müssen mal kurz klären, wo wir uns dann tatsächlich persönlich kennengelernt haben. Wir waren ja bei Eckhard von Hirschhausen, Quiz des Menschen, genau. Und haben abgeräumt. Ich finde auch, wir haben gewonnen. Wir haben auch alle drei auch schön Cash mitgenommen für ein paar karitative Projekte. Ne? Und ich fand das total lustig mit dir, das hat richtig Spaß gemacht und vielen Dank, dass du mich zu dieser sehr außergewöhnlichen Art und Weise Interviews zu führen eingeladen hast. Wo also, gehst du denn jetzt hin? Ich will dir was zeigen. Also erstmal finde ich es total süß, dass die Lkw-Fahrer ihre Namensschilder immer so vorne dran stehen haben. So hast Manfred, du das in deinem Auto nicht? Horst, nicht so wirklich. Ich mag, wenn ich meine Anonymität behalten kann. Aber hier war, glaube ich, vorhin so eine Birthday Party.
Nein. Weil hier haben die Leute noch irgendwie das hier noch hinterlassen. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Sieht gar nichts. Was ist das denn? Also das sind hier so zwei Luftballons. Und da ist irgendjemand. Was steht da drauf? 28 steht da drauf. Hier hat irgendjemand seinen 28. Geburtstag. Und hat nicht die Ballons mitgenommen, oder was? Also ich finde eine Party auf so einem Rastplatz, ehrlich gesagt, nicht so cool. Und dann lässt man noch den Plastik dahin. Also, naja, muss jeder wissen. Du, aber vielleicht ist ja sozusagen jemand hingefahren, ja, und wollte sozusagen Bernd überraschen und stand mit den Ballons da. Aber zumindest hat man probiert, wenn die heute in Stau. Oh, das sind ja Bänke. Das sind ja Bänke. Hier gibt es Bänke und die sind auch sauber. Die sind so aus Stahl. Die sehen auch gut aus. Und guck mal, die haben hier sogar für die Elektroautos haben die noch Tanksäulen hier. Da ist aber gar kein Elektroauto. Naja, hier stehen keine, aber hier kann man. Die sagen alle Paddy zu dir. Du bist doch Michael Patrick. Ja, Paddy ist mein Spitzname. Also manche nennen mich nach wie vor Paddy, vor allem in meinem privaten und Familienkreis. Aber ja, offiziell heiße ich, so wie meine Eltern mich genannt haben, Michael Patrick. Naja, Elena, ich habe Interviews in den verrücktesten Weisen. Aber das noch nie, oder? Das noch nie. Also ich war vor kurzem für Runner's World eine halbe Stunde joggen. Und während des Joggens wurden mir Fragen gestellt. Und das war ein bisschen anstrengend, aber das ist sehr gut, weil ich musste ja sowieso mich auf die Tour vorbereiten. Und dann ist es meistens so, dass ich dann so auf dem Laufband die ganze Show in so einen. Setz dich doch mal irgendwo hin. Okay, sorry. Ich setze mich mal hier hin. Ich glaube, hier ist ruhig. Also, nur. Oh, jetzt ist hier eine Lampe weggeblowt. Ja so, geh dahin, wo eine Lampe ist. Geh dahin, wo eine Lampe ist. Es ist ja so absurd, dass du zwischen den LKW-Fahrern da unterwegs bist, oder? Die schlafen alle. Elena, die schlafen. Die haben hier alles zugedeckt. Die LKW-Fahrer schlafen. Dann such ein Plätzchen, wo keiner ist. So, die Damen werden wuschig. Du musst stehen bleiben, du musst dich hinsetzen. Okay, ich guck mal, wo ich Pass hier... Pass auf, ich, sag, ein ich möchte mich mal kurz sagen, das Lustige ist, ich habe ja ein bisschen Crash auf dich gehabt, da war, ich muss es jetzt gestehen. Pass auf. Du hast einen Crash auf mich? Ja, genau? Jetzt gestehe ich es. Jetzt Elena, gestehe ich es ist ein bisschen spät, oder? Ich bin zu spät. Oh mein Gott. Ja, und zwar, ich muss es jetzt sagen, wir müssen in deine Vergangenheit kurz... Alter, guck dir das Licht an. Oh. Das ist geil. Wir müssen in deine Vergangenheit zurück, weil ich habe studiert in Ulm mit 18. Ja? Was hast du da? Schauspiel. Schauspiel, okay. Also in Ulm und dann habe ich Schauspiel später in Berlin studiert. Aber da gab es, war gerade Viva total on vogue. Ja? Und da hattet ihr gerade dieses Lied Angel rausgebracht. Und dann bist du, ich weiß noch, du bist doch da irgendwie auch so durch und dann mit diesen Haaren. Ja? Und ich bin ja, also das ist ja so ein Bild. Ich weiß ja nicht, auch so, weißt du, wie die Leute jetzt Games of Thrones schauen oder Herr der Ringe. Also wie ich den dann gesehen habe, entschuldige, du siehst natürlich jetzt auch mega aus mit kurzen, aber dieses Lange, das löst bei Frauen ja irgendwas aus. Zumindest bei jungen Mädchen. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ist das das Wilde, das Graue, das Natürliche? Also ich weiß es nicht, aber was mich interessiert ist, was hat das bei dir denn so ausgelöst? Ja, es hat mich bei mir die Schauspielstunde nicht konzentrieren, oder was? Also, ich hab so, wie junge Frauen, ja, das ist ja auch ein interessantes Phänomen, die anfangen für jemanden zu schwärmen und gerade auch für Musiker, ja, die so das Herz aus der Seele singen und man steht da als junge Frau und denkt, oh, das ist irgendwas ganz surreal. Und dann habe ich das aber alles aus den Augen verloren, dann habe ich studiert, dann habe ich meine, so, ne, das war dann, aber ich weiß noch, dass du da aufgetaucht bist und ich gedacht habe, schau mal, ist schon wieder ein Licht ausgefallen, du warst ja so stehen. Und dann
habe ich dich Jahre nicht. Und dann habe ich dich mal, da war ich mit dem Herrn Karl in einem Hotel und da warst du auch. Ich habe dich aber nicht angesprochen, weil das ist ja peinlich. Weißt du, so beim Frühstücksbuffet so, hallo, vor 18 Jahren fand ich dich mal echt hot. Das ist ja auch ein bisschen peinlich. Und dann haben wir uns eben bei Eckhard von Hirschhausen und vorher habe ich eben immer mit deiner Plattenfirma telefoniert, um dich zu kriegen. Und ich habe schon gedacht, das ist ein Running Gag, dass die immer gesagt haben, ja, aber erst, wenn seine Toilette fertig ist. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt auch sagen, er will nicht. Nein. Ich habe das ernst gemeint. Also ich bin gerade dabei, so eine schöne Gästetoilette zu installieren, weil ich will, dass wenn die Gäste zu mir zu Besuch kommen, dass das, wenn sie mal aufs Pott gehen, dass das ein schönes Erlebnis ist für sie. Und das ist ein so kleiner Raum, da kann man sich kaum bewegen. Da dachte ich, okay, da müssen wir jetzt kreativ werden und das mit einer schönen Tapete aus England mit so coolen Affen und alles in Schwarz. Und ich habe meiner Plattenfirma gesagt, das finde ich geil, einfach eher so von Toilette zu Toilette mal so ein Gespräch zu führen. Ich mache das eigentlich nur mit Gentleman und ich haben so ein Ding, wir schicken uns immer von der Toilette aus so WhatsApp-Nachrichten und das Ende der WhatsApp-Nachricht ist, wenn wir auf Flush drücken, das ist ja unser Running Gag. Ne? So. Genau. Und jetzt bist du die Zweite, mit der ich auch so kommuniziere und da dachte ich, komm, wir machen das mit der coolen Gästetoilette und ausgerechnet heute klappt es dann doch nicht, wie geplant. Aber das hat ja auch was für sich, weil ich werde natürlich darauf bestehen, irgendwann diese Gästetoilette zu besuchen oder zu sehen. Wir müssen aber, pass auf, es sind an dich so viele Fragen gekommen, von wirklich, also extrem viel. Und die meisten, und das muss ich kurz mit dir besprechen, ja, es geht immer um Lorelei. Lorelei. Ja, bist du aufgeregt wegen der Lorelei? Ja, dann hier, wann, warte mal, was haben wir noch? Wo ist die Lorelei? Die Lorelei war ständig. Jetzt natürlich, ne, wo ich die schön nochmal hier. Also Lorelei, was passiert bei der Lorelei, bitte? Lorelei, also zur Aufklärung. Es gab ja zu meinem Album auch so exklusive Limited Boxen, ja. Und was ist da drin? In der Box gibt es eine Vinyl, eine CD und ein Fotobuch und alles Mögliche. Und es gab eine Flaschenpost mit einem Ticket für dieses Konzert auf der Lorelei. Und die Leute. Da, wo die Haare kämmt, das Ding da? Da was? Da, wo die Haare kämmt, in Koblenz. Ja, genau. Ist diese Statue, genau. Also, das ist ja am Rhein, ne? Und ja, der Ort heißt, glaube ich, St. Goarshausen. Und da ganz oben auf dem Berg ist ja so ein super cooles Amphitheater. Und das ist jetzt. Du rennst schon wieder rum. Ja, verzeih mir, ich versuche das Licht zu finden, weil die geht immer an und aus. Und das verwirrt mich auch. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal hier sitzen. So ist es, glaube ich, safe, oder? Und genau. Und die Lorelei, ich habe insgesamt, glaube ich, 10.000 Boxen sind verkauft worden. Das heißt, ich glaube, ungefähr 8.000 Leute kommen jetzt am Samstag zur Lorelei. Die haben alle Tickets bekommen. Ja, jeder, der sie die Box gekauft hat, hat dieses Ticket gekriegt. Und dann gibt es, glaube ich, so 2.000 Leute, die jetzt per Livestream das von zu Hause aus sich anschauen werden. Und das ist mein erstes richtiges Konzert nach fast 3 Jahren. Also meine letzte Tour war 2019. Und ich mache mir ehrlich gesagt im Moment ein bisschen in die Hose, weil ich habe allen versprochen, dass ich das alleine mache, so wie Ed Sheeran. Aber jetzt kann ich mein Wort nicht so ganz halten. Also ich habe 2 Musiker mitgebracht, aber mehr ist es auch nicht. Also nur ich. Ihr seid nur zu dritt. Genau, nur zu dritt. Und ich mache aber ein paar Nummern komplett allein. Aber und das andere ist, die Leute konnten auf einer Homepage die Songs bestimmen, die ich dann performe. Ja, das heißt, sie haben eine riesen Liste von Songs zur Auswahl bekommen und konnten dann voten. Und ich habe aus den Votes sozusagen mir so eine Liste zusammengestellt, die hoffentlich alle zufriedenstellt. Und ich bin sehr, sehr excited. Und das ist eigentlich sozusagen die Vorab-Show zur großen Tour, die erst im September losgeht. Wie, Moment, du singst Songs von früher, die du teilweise gar nicht mehr singst eigentlich? Elena, ich sag dir, ich habe mir in den letzten Tage bei den Proben Sachen angehört, die sind über 30 Jahre alt. Die habe ich mit 13 geschrieben und denk so, wie ging nochmal der Text?
Also das ist für mich wie so eine, ja, so eine Reminiszenz, sein ganzes Lebenswerk, obwohl ich jetzt nicht so alt bin, nochmal durchzuhören und daraus so eine Setliste zu machen. Und ich find das Hammer. Ich bin total excited und kann es nicht warten, ja, die Bühne zu betreten. Und die Leute kommen aus ganz Europa, aus Polen, aus Holland, aus Spanien. Nein! Die haben sich alle angemeldet. Ja, ja. Und ich sag mal so, es gab auf diesem Ort jetzt seit fast 2 Jahren keine Auftritte mehr. Das heißt, da ist überall Gras gewachsen. Also ich nenne das jetzt mal so Picknick mit 8000 Leuten. So muss man sich das vorstellen, ja. Wir haben auch keine Special Effects, keine Screens, kein Feuerwerk, keine Gäste. Aber wir haben eine Bühne, wir haben eine Soundanlage und eine Menge Songs und vor allem ja, eine Menge Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe diese Fernbeziehung satt. Ich will die Leute wieder sehen und mit denen singen und das wird der Knaller. Aber entschuldige, wenn diese zwei Musiker, wenn du alleine, dann sitzt du alleine am Klavier da, oder was? Genau, am Klavier oder an der Gitarre. Ich habe einen Drummer dabei und ich habe einen, der auch Gitarren und Keyboards spielt und so. Aber es gibt auch ein paar Songs, die mache ich komplett allein. Und ich glaube, das ist auch ein sehr spontaner Abend. Da geht es nicht um die perfekte Show, weil diese Show habe ich so nie gespielt. Das ist nicht einstudiert, das wird komplett spontan. Aber habt ihr geübt? Wir haben geübt und wir üben noch diese Woche. Und wenn ich die Texthänger habe, dann gucke ich einfach in die erste Reihe, weil die kennen die. Die singen alle mit. Du musst, wenn du einen Texthänger hast, machst du den Mund zu, nimmst das Mikro, hältst es nach vorne. Genau. Aber die richtige Tour, die große Tournee, die geht im September los. Die ist ab 2. September sind wir in Polen, dann Holland, Luxemburg, Belgien. Und Stichwort Ulm, die erste Show der neuen Tour in Deutschland wird in Neu-Ulm sein. Ja. Ach Quatsch. Ja. Wann? Also, welcher September? Bock hast, das ist 15. September. Ja, entschuldige, da muss ich jetzt echt überlegen, wenn ich da frei habe, weil das ist ja von München gar nicht weit. Komm vorbei, sehr, sehr gerne. Du bist herzlich eingeladen, auch mit der ganzen Family. Und da gibt es eine Menge stille Örtchen. Was ist das für ein Tag? Warte mal, ich guck mal schnell, was das für ein Tag ist. Ich glaube, es ist ein Donnerstag oder ein Freitag. Ich glaube, Donnerstag, ja. Aber abends, du spielst abends, oder? Genau, oder sonst München. 24. September spiele ich in der Olympiahalle in München. Das ist ein Samstag. Da bist du auch. Ja, das klingt doch ganz nach meinem Geschmack. Und sag mal, Olympiahalle, wie viele Leute passen da rein? Ich glaube 10.000 tatsächlich, ja. Das ist die große. Wir machen bestuhlte Konzerte, damit es kein Gedränge gibt und die Leute sich alle wohlfühlen. Und also es gibt Städte, wo die Säle schon sehr, sehr voll sind, andere könnten noch ein paar Tickets verkaufen, also mach ruhig Werbung. Aber sag mal, du spielst doch dein ganzes Leben schon, ja? Und das ist das erste Mal eigentlich, seit du ja sehr jung bist, dass du außer in natürlich, wie du dich zurückgezogen hast ins Kloster, ja? Dass du so lange als Künstler, du wolltest ja spielen, nicht gespielt hast, oder? Die Klosterzeit ist ja eine andere. Da hast du dich ja freiwillig entschieden, nichts zu machen. Genau. Ist das komisch für dich? Hast du Lampenfieber? Ja, absolut. Ich bin total aufgeregt. Also, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du spielst ja auch auf Bühnen und Theater und so, aber ich bin jedes Mal aufgeregt. Jedes Mal. Ja, jedes Mal, oder? Ja, kotzübel vorher. Schweißnasse Hände. Ja, und ich glaube, das ist gut, weil sonst wird es Routine und dann ist es so, keine Ahnung. Also, man muss schon, hey, die Leute, die kommen. Die haben Erwartungen, die wollen 2-3 Stunden ihre Probleme vergessen, they want to have a great time und man will die auch happy nach Hause schicken, ne? Man will die wirklich einfach glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind und da entsteht natürlich so ein Erwartungsdruck, aber ab dem Moment, wo der erste Ton, also wahrscheinlich ist es bei dir auch, wenn du das erste Wort gesagt hast, gesungen wurde, dann läuft's, dann ist es, ich weiß nicht, dann ist alles gut. Aber ja, manchmal dauert es noch, ich sag mal so die erste, weißt du, so die erste Passage und wenn du das erste Mal, bei mir ist immer so, gerade bei den Live-Sachen, wenn sie das erste Mal lachen, ja. Weißt du, wenn du sie, das erste Mal, wenn sie mit dir sind, weißt du, ja. Und keine Wand mehr dazwischen ist, also dann ist, heißt. Ja, dann ist, und ist es, und nach so einem Konzert ist man, kannst du da überhaupt schlafen? Nee, ich kann meistens nicht vor 3, manchmal sogar 4 einschlafen, weil du hast so viel Hormonausschüttung, Endorphin, Dopamin, was auch immer das ist, alles.
Und am nächsten Morgen hast du natürlich ein bisschen so einen Downer. So, da muss man sich wieder sagen. Da ist plötzlich keiner mehr da. Genau. Kommt irgendwie zum Frühstück so ein Porridge und einen frisch gepressten Orangensaft und dann denkst du, was ist heute für ein Tag, wo bin ich, was ist das für ein Hotel? Und, aber das ist so schön. Also überleg doch mal, wenn, keine Ahnung, so ein Chirurg jemand operiert, ja, und das läuft gut, dann kriegt der Chirurg vielleicht einen Dankbrief oder eine Flasche Wein oder was weiß ich. Und ich krieg 5.000 Leute, die jubeln, die einfach mitsingen. Das ist ein Wahnsinnsjob. Das ist ein Wahnsinnsjob. Und ich merke auch durch diese Pandemie, wo wir nicht live spielen konnten, wie sehr mir das fehlt und wie schön das ist, so einen Job zu haben. Und ja. Aber ich habe auch eine Frage in deiner Richtung. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das für ein Örtchen zu machen? Nee, das auch. Aber ICE-Züge und Flugzeuge. Du machst da die ganze Zeit deine Choreos und flippst auf und dann kriegst du noch die Stewardessen und die Piloten und die Schaffner auch dazu, deine Choreografien während der Zug läuft irgendwie zu performen. Wie kommst du auf so eine Idee? Ist das irgendwann so spontan entstanden? Also komm, lass mal filmen oder? Nee. Ich kann es dir genau sagen. Ich bin letztes Jahr im November Zug gefahren. Da war ja wieder so ein Lockdown in Österreich und Deutschland. Und da bin ich tatsächlich ganz allein im Wagen gesessen. Also wirklich alleine in so einem Waggon. Und ich hatte Musik, weil ich habe so, das kenne ich noch von früher, wenn ich Auto gefahren bin, habe ich manchmal so ganz laut Musik. Und ich finde ja, das stimmt ja auch, dass Musik dich trägt, ja, und dir eine Energie geben kann. Das kennst du. Ich meine, du bist Künstler, du bist Sänger. Das heißt, ich mache die Musik an und ich singe so mit und ich will mich bewegen eigentlich. Und dann saß ich alleine in diesem Zug und habe gedacht, entschuldige, ich kann doch jetzt mal tanzen. Also es war wirklich so, weil ich so gedacht habe, so ein leerer Zug und du kannst einfach mal so frei sein. Und dann habe ich getanzt und dann fand ich das so absurd, dass ich ja gerne absurde Sachen mache und mich was traue und habe das gefilmt. Und dann habe ich das einfach reingestellt und viele da draußen fanden das so lustig. Und dann ist irgendwas passiert, dass ich das nächste Mal Zug gefahren bin und einfach, ich habe eigentlich nur eine Story gemacht, ich sitze im Zug, ich muss jetzt nach Köln. Und dann haben ganz viele geschrieben, tanzt du wieder? Also, weißt du, dann kam so von außen, weißt du, genauso wie jetzt zum Beispiel dein Publikum, was ja plötzlich wie ein Lied einfordert, weißt du? Und die denken jetzt, und du kommst da nicht drum rum, du musst dieses Lied jetzt singen und es ist auch geil. Und dann habe ich halt angefangen, da immer wieder so geguckt, ob da keiner ist und habe halt so in Ecken so getanzt. Und dann, aber irgendwann wurden die Züge voller, weißt du? Und dann habe ich... Ah, Elena Uli, komm, Platz da! Dann habe ich einfach gesagt, würden Sie, also ich meine, die halten mich ja teilweise schon für gestört, ne? Ich klopfe dann so an und sage, Entschuldigung, würden Sie mit mir tanzen? Ach. Und dann sagen die, was? Und dann sage ich, ja, entschuldige, ich kann Ihnen das auch zeigen, ich bin Künstlerin und ich tanze gern im Zügen. Und erst ist immer so eine Irritation und ganz viele sagen dann aber, klar, warum nicht, weil es so absurd ist und ich sage ja dann, Sie haben die Maske an, es kann Ihnen nichts passieren, ich schütze Sie. Ich möchte einfach nur Menschen auch da draußen eine gute Zeit machen und einfach wieder so ein Gefühl von Leben haben. Ja? Und das Schöne ist, dass ich meistens dann ganz tolle Zugfahrten habe, wie früher. Ich fahre ja ganz viele Jahre schon Zug, auch zum Studium und so. Und man mit Leuten wieder in Gespräche kommt, weil weißt du, Michael Petro, mittlerweile ist es so, dass Leute, egal wo du bist, immer auf ihr Handy starren. Ja. Das heißt, du kommst mit den Leuten fast nicht mehr in Kontakt und das finde ich ganz schade. Und dadurch... Und ich finde es lustig und es verbindet die Leute. Ich könnte auch so ein Animateur im Robinson-Club sein. Ich finde das Hammer. Ich finde überhaupt, ich feiere total deinen Humor, auch hier mit dem stillen Örtchen. Also ich finde das so original, was du machst. Weißt du, es gibt ja viele so Comedians, Schauspieler, keine Ahnung, wie man deinen Beruf jetzt genau definieren soll. Ja, weiß man selber nicht. Nee, ja. So war das nicht gemeint. Aber da merkst du einfach, das ist gescriptet. Ne? Die haben so Ghostwriter, mit denen sie arbeiten und überlegen sich was. Und das ist so, okay, dann kommt die Pointe, dann hahaha und dann machen noch einen Bogen und so. Aber man merkt bei dir, das kommt so echt so natürlich einfach raus. Du bist auch privat so. Ich habe dich ja auch jetzt auch privat erlebt, Backstage. Und das ist so, so toll. Und dass du auch einfach dieses so, scheißegal, was Leute denken, ich mache das jetzt. Das ist so cool. Weißt du, so viele Leute haben so Ängste, was denken die anderen, was darf ich nicht und du brichst diese Angst, das ist einfach, das ist befreit, das ist so befreiend, vor allem jetzt
nach 2 Jahren Pandemie, wo keiner sich mehr irgendwas traut. Also ich finde das richtig toll. Aber weißt du, was ich ganz schlecht kann? Ich kann ganz schlecht Komplimente annehmen und deshalb stelle ich jetzt die nächste Frage. Elena, das nimmst du jetzt an. Ich nehme es an und ich muss nach München auf diese, wenn du da auf der Bühne bist. Weißt du, mein Partner sagt ja immer, der Herr Karl, ich möchte ja immer so gerne singen, ne, auch auf Instagram. Er sagt immer, ich glaube ja eigentlich die ganze Zeit, dass ich die geborene Sängerin bin. Er sagt aber immer, und alle sagen, du kannst nicht singen. Und wie ich mich beworben habe an der Schauspielschule, musste man ein Lied singen. Und im Nachgang habe ich erfahren, dass mir das Lied fast das Genick gebrochen hätte, dass sie mich nicht nehmen wollen. Ich will aber immer singen. Hier steigen gerade so ein paar Leute aus, aber ich glaube, soll ich dich fragen, ob die tanzen? Nein, oder? Ja. Also ich kann das nicht wie du. Du hast so naturell. Das ist lustig. Das kriegen wir nicht hin. Die denken, ich bin bescheuert. Zeig mal. Guck mal. Oh ja, meinst du, die würden mit dir tanzen? Wir brauchen ja eine Musik. Du hast doch immer Musik, oder? Ich kann Musik abspielen. Warte, was spielen wir denn ab? Aber dann werden wir gesperrt, wenn ich Musik abspiele. Hallo. I'm here live on Instagram with a good friend of mine. And she is a comedian. And she likes to dance in the train, in the plane. And we're just wondering... if you would like to go live on Instagram with us. Hello. And would you like to do a dance? Yeah. There's 5,000 people watching. Yes, haben wir Musik? Frag, ob wir Musik haben. Watching. Warte ab, das geht ab hier. Michael, frag, ob wir Musik haben. Can you put some music on the radio? Sois españoles? Sí. We are a group of comedians from Brussels. From Brazil? Yeah, we come from a play. Das sind sogar... Komiker, sagt man. Nein, wirklich? Spanisch. Tenéis un poco de música? Tenéis un poco de música? No lo queréis hacer? Sí, sí, que queremos hacer. Bailar un poco así, no sé. Música para bailar. Un poco de música. Wieso kannst du denn Spanisch? Cantar? No se puede usar el móvil en la... Also ich habe ein paar Jahre in Spanien gelebt. Pass mal auf. Klar, und dann spricht man einfach mal singen. Spanisch. Pass mal auf, ihr kriegt ein Ständchen. Mach fuerte. Feliz. Warte, geht gleich los. Die kennt das. Das ist ja geil. Entschuldigung, ich vergesse gerade die ganze Frage, aber das ist ja mega. Ja. Du musst mittanzen. Ich soll mittanzen? Stell das Handy hin, stell's hin, dass man dich sieht. Aber los! Make some noise for Elena Julik! Party time! Vamonos! Aber die Musik ist zu leise. La música más fuerte. Und Batman. Hello. Hello. This is Elena Ulrich. These are my Spanish friends. Hello, Elena. Nice to meet you. Hello. Where are you? I'm on my toilet. Well, we are in a gas station. So. Oh my God, Paddy, du musst Englisch übersetzen. Ich kann so schlecht Englisch. Lach dir, ich habe eine Sendung auf der Toilette. Gracias. Ciao. Ey, geht doch, interessant. Wir beide fahren Zug, ich schwöre dir. Wir fahren ICE. Oder wir fahren mit dem Auto so eine Deutschland-Tour. Und dann nimmst du das Klavier mit und dann tanzen wir an Raststätten. Mal sehen, ob Leute mitmachen. Elena, ich glaube, heute ist eine neue Idee geboren. Die nächste Idee ist Raststätten. Guck mal, die haben hier diese Luftballons mit dem Birthday Party. Was auf Raststätten alles so passiert, Schönes und wahrscheinlich auch nicht so Schönes. Aber heute ist es cool. Oder das könnte man doch echt machen. Man könnte doch mit Instagram Live reisen, machen wir so eine Deutschland-Tour und machen wie früher... Du ganz back to the root, du kannst es ja noch. Deshalb kannst du alle Leute ansprechen. Damit bist du aufgewachsen. Wir machen so einen Roadtrip. Roadtrip. Von Rastorf zu Rastorf.
Und dann machen wir Bewertungen. Toilette, genau. 1 bis 10, so wie Michelin-Büchlein für Restaurants, machen wir das für stille Örtchen. Und dann singst du aber, dann hast du ein Keyboard dabei als Klavier. In der Toilette? Und ich tanz. Du tanzt, okay. Solange du tanzt, ist alles gut. Ich kann nicht tanzen. Ich muss dich jetzt aber noch eine wichtige Frage. Du hast mal gesagt, du bist kitzelig. Und eine ganz süße Elfjährige möchte wissen, wo am meisten. Ach, wie süß. Also ich bin kitzelig hier unter den, wie nennt man, also hier. Achseln. Genau, da, also in den Füßen kriegt man mich eigentlich nicht zum Lachen. Aber da, das ist schon, ja. Aber da kommt ja auch nicht jeder dran, weder an die Füße noch unter die Achseln. Ach, süß. Du, pass auf, jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. Oh. Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht. Vorher, Paddy, wir müssen das Foto machen. Ah, das ist. Und so, zwar, pass auf, so, bevor, ne? Genau, du machst so, guck mal, ich mach so. So? Du kommst hoch. Du musst es. Warte. Warte mal, ich mach mal ein bisschen weiter weg. Ihr Lieben, ihr müsst bitte fotografieren, einen Screenshot davon machen. Warte mal, falsch. Du hast mich noch nicht, du hast mich noch nicht. Du musst hoch mit den Augen, Kopf ankippen, nach vorne. Nach vorne. Sieht ja ein bisschen diabolisch aus, wenn du mich fragst. Warte. Mit dem Licht ist es sehr, sehr... Aber so, guck mal, so. Erkennt uns kein Mensch, sag ich dir. Niemand erkennt uns. Ihr Lieben, macht ihr davon ein Foto, bitte? Ein Screenshot machen. Und uns nachher... Stellt ihr das in die Story und verlinkt Michael Patrick, Kelly Official. Du musst die Nasenspitze zeigen, jetzt haben wir keine Nase. Und die Augen wieder hoch, damit wir keine Augenringe haben, weil du ja so dunkel da bist. Und dann mit stillem Örtchen. Sehr gut, das ist sehr gut. Du, pass auf, ich habe jetzt 7 Fragen aus 77. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Du kannst 7 Fragen aus 77 machen oder 6 Fragen aus 77 und dann eine von der intimen Liste. Traust du dich das? Weg mit der intimen Liste. Ohne intime Liste. Ohne intime Liste. Sehr gut, verstehe ich auch. Dann machen wir 7 aus 77. Du sagst mir eine Nummer. 34. Welches Buch hast du als Kind am liebsten gelesen? Oh, schöne Frage. Welches Buch habe ich als Kind am liebsten gelesen? Ich habe nicht sehr viel gelesen. Also ich war jetzt nicht sehr so die Leserin. Also ich auch nicht. Meine Schwester Maite, die hat alles gelesen, was es zu lesen gab. Es gab so schöne so Comic-Bändchen von heiligen Geschichten, vom heiligen Don Bosco und so. Und die fand ich toll, weil da waren ganz viele Bilder drin. Und ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Also das waren so Comicbücher, die waren so ungefähr so dick, so wie Lucky Luke oder Asterix und Obelix. Ja, sowas. Aber über Heilige, also über jetzt den heiligen Don Bosco oder St. Martin oder so Figuren. Ja, das war in Spanien und ich weiß nicht, wer uns die geschenkt hat, aber die fand ich schön, die fand ich toll. Das waren so die Lebensgeschichten von denen. Genau. Sozusagen. Ja. Das gibt es ja auch so von berühmten Frauen und sowas. Ne? Genau. Und was ich aber auch sehr mochte, war Asterix und Obelix. Die habe ich, glaube ich, alle immer durchgelesen. Die fand ich auch cool. Lucky Luke war nicht so meins, aber so viele Bücher. Also ich habe tatsächlich von meiner Schwester, die hat das ganze Band. Von La Comtesse de Ségur. La Comtesse de Ségur ist irgendeine Autorin aus dem, ich glaube, 19. Jahrhundert. Und die hat so spannende Geschichten geschrieben über keine Ahnung was. Und das habe ich auch gerne gelesen, weil es war immer sehr spannend. Aber wie kommt es eigentlich, du sprichst ja, also muttersprachlich eigentlich noch mittlerweile Deutsch, dass du so wenig Akzent hast? Ich weiß es nicht. Ich habe seit Jahren in Ländern gelebt, jetzt Frankreich oder Holland oder Spanien, Deutschland.
Und dann habe ich auch viele dieser Jahre als Kind hier oder da. Und dann lernt man, glaube ich, schneller. Und vielleicht, weil man Musiker ist, dann hört man mehr so auf. Phonetisch. Ja, vielleicht mehr das Phonetische. Also ich habe ein sehr gutes Gedächtnis eigentlich und wahrscheinlich ist es da so das Phonetische leichter aufzugreifen, als wenn man das so die Grammatik... Aber in Deutsch singst du nie wirklich, oder? Selten. Also ich habe mal im Rahmen meinen Song, also Songs von anderen sagen, interpretieren. Klar. Und es war schön, aber ich werde immer wieder gefragt, willst du eine Sprache? Und ich sage, nee, das ist einfach, ich fühle die Sprache nicht Englisch. Es gibt so schöne Songs von Johannes Oerding oder Silbermond oder Mark Forster, also die ich auch gerne gecovert habe. Ich könnte, glaube ich, wirklich auf Deutsch schreiben, also nicht, aber es fühlt sich nicht so nah an wie Englisch. Ja, verstehe. Das verstehe ich. Man muss in seiner Sprache letztendlich, ne, das Gefühl rüberbringen. Du hast gerade einen schlechten Empfang, du darfst dich nicht bewegen. Oh, sorry. Nächste Nummer, bitte. Ja, lass mal die 77 nehmen. Die ist ja wahrscheinlich, was ist das denn? Ah, die finde ich interessant. Die ist eigentlich schon beantwortet, aber wir können ja in die Jetztzeit gehen. Okay. Kannst du gut allein sein oder brauchst du Menschen um dich? Ich kann gut allein sein. Also ich mag das Alleinsein auch jetzt, weil ich beruflich bedingt mit so vielen Menschen immer in Kontakt bin, dass ich das auch brauche. Also ich brauche wirklich auch Zeiten, wo ich mich ganz zurückziehe in der Natur. Oder manchmal gehe ich tatsächlich in Klöster so 1 bis 2 Mal im Jahr und mache so 3 bis 5 Offline-Tage ganz still. Und das ist echt, also das tut gut. Kommt das da, meinst du, es kommt dadurch, dass du eine große Familie hast, dass du da deine Privatsphäre dann kriegst? Das ist ja interessant, ne? Weil auch, also ich bin Einzelkind, weißt du, ich bin Einzelkind und ich will immer Menschen um mich haben. Ja, nee, kann ich, also zu lang halte ich natürlich auch nicht aus, aber wenn du jetzt eine Tournee hattest, ja, und du triffst ja auch nicht nur, also auf der Bühne ist es eine ganz andere Art der Begegnung, aber man trifft ja hunderte von Menschen backstage oder irgendwie on the road oder wenn ich jetzt ein Album rausbringe, zum Beispiel jetzt im November habe ich mein Album rausgebracht und da bin ich ja von einer TV-Show, Radio-Show zur nächsten, du bist den ganzen Tag mit so viel Impressions bestückt, dass man das auch irgendwie dann so verarbeiten muss, finde ich. Und da brauche ich meine Timeouts. Und auch nicht so viele Menschen, die es wirklich gut mit einem meinen. Ja, also ich kann natürlich in die Herzen nicht hineinlesen, aber klar, man merkt schon manchmal, dass es Leute gibt, die vielleicht einen spannend finden, weil man im Fernsehen ist oder keine Ahnung. Und, aber das meine ich, die suchen nicht, weißt du, nicht dich. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ey, was soll ich sagen? Es gibt Vor- und Nachteile in unserem Beruf und ich finde, es ist einfach auch schön, diesen Beruf zu haben und ja. Ich gebe alles, was ich geben kann. Ich gebe nicht sehr viel Privates preis, aber in der Musik sind meine Songs voller Privatleben, ne? Private Gefühle und alles. Und das ist das Schöne an Musik. Du kannst ja Themen oder Gefühlslagen mit fremde Menschen teilen, weil ein Song die Rechtfertigung ist und das würdest du eigentlich nur deinen engsten Freunden erzählen und das ist toll, also das ist das Schöne an Musik und deswegen glaube ich auch viele Menschen, dass sie einen gut kennen. Tatsächlich zum Teil ist das auch wahr, aber so den Menschen im Alltag ist schon was anderes als der auf der Bühne oder vor mir. Also ich habe dich ja auch hinter der Bühne erlebt. Du bist eigentlich genauso. Du bist ja lustig, man mag dich, man mag dich. Ja, mit dir. Ja, Elena, wenn du die langen Haare immer noch hättest. Ne? Sorry, game over. Aber game was du over. Da auf dem Kopf hast, das ist ja auch lustig. Ja, aber das finde ich auch, ja, das ist mein Fascinator, sage ich dir. Wenn du ein Bad Hair Day hast, die sind immer gut, immer gut. Oh, ich glaube, ich brauche sowas. Ich kann dir, wenn wir uns treffen, bringe ich dir, ich habe 30 Stück. Ne? Sehr gut. Und sind das so Schmetterlinge oder was sind das, Elena? Was? Das sind doch Schmetterlinge, oder? Das sind Schmetterlinge. Nice. Oder? Dann hat die Ellen Oebel, die bastelt die immer für mich, ganz entzückend. Ich habe, als ich dann angefangen habe, habe ich so einen Laden, war ich in Frankfurt, habe gedreht und da war so ein Hutmacher und der hat sozusagen das Schaufenster verkauft, Ausverkauf, Räumungsverkauf, Lagerverkauf und hat diese Faszinatoren ganz günstig verkauft und ich fand das so schade, dass die da
liegen, weißt du, und weggeschmissen werden. Und dann habe ich die alle gekauft und habe aber gar nicht gewusst, wofür. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich mit Instagram angefangen und dann habe ich die aufgesetzt. Ach schön. Das heißt, deine Show ist durch Instagram, also durch die Pandemie quasi. Ja. Ja. Super. Und warum Toilette? Warum stilles Örtchen? Weil das der ein, ich habe 4 Kinder. Es ist der einzige Raum in der Wohnung, den ich abschließen kann. Allein. Das ist geil. Und wenn du, wenn die klopfen und du sagst, ich mach gerade Pipi, dann lassen sie dich in Ruhe. Verstehst du? Deshalb stilles Örtchen, weil ich nicht wusste, wohin in der Wohnung. Das ist. Aber haben die eine zweite Toilette oder habt ihr ja, nur eine? Ja, ja, ich habe das kleine Bad. Ne? Ja. Und es ist auch lustig, wenn Leute zu Besuch kommen, du musst mal kommen und du gehst auf die Toilette, dann sind die immer ganz erstaunt. Das ist das stille Örtchen, weil natürlich, guck, die Sachen hängen ja immer hier. Geil. Weißt du? Und die kommen sozusagen und sagen, ich sitze jetzt in der Requisite. Die sagen, du sitzt in meinem Studio. So, noch eine Frage, mein Lieber. Okay, lass uns mal die 44 nehmen. Wie kommst du denn auf die 44? Weil ich 44 bin. Genau. Was war dein größter Fehlkauf? Mein größter Fehlkauf? Ja. Boah, also, normalerweise bin ich nicht so der Typ, der so in Fallen reinfällt, wenn es um jetzt so Schnäppchen und so Sachen, ja. Aber ich war irgendwo am irgendeinem Flughafen, lass mich nicht lügen, wo war das? Boah, irgendwo im Ausland. Und hatte, ich glaube, 2 Stunden Zeit. Und dann, Scheiße, das ist schon schlecht. Normalerweise bin ich immer spät, aber an dem Tag hatte ich aus irgendeinem Grund 2 Stunden Wartezeit. Und dann war da so ein Stand mit Kosmetik. Und ich nütze ja keine Kosmetik. So. Also zumindest nicht privat. Manchmal werde ich hier so für TV-Shows irgendwie voll gepudert. Aber jetzt privat kaufe ich doch keine Kosmetik. Und da war so ein Typ, das war ein unfassbar guter Salesman. Der hat es wirklich geschafft, mich dazu zu kriegen, diese Creme und noch das und das ist für nachts und wenn du hier so unter den Augen. Yeah. Und ich dachte so, ich brauche das alles nicht. Und das kostet Geld. Und der hat, glaube ich, mehrere 100 Euros aus mir rausgekriegt. Und dann bin ich nach Hause gefahren mit diesem Zeug und wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Also das war wirklich rausgeschmissenes Geld. Ich habe es dann ein paar Leuten geschenkt, die damit auch was anfangen können und das auch nützen können. Aber das war der größte Fehlkauf, glaube ich, meines Lebens. Also das bereue ich wirklich. Und dann habe ich den Typen am Ende gesagt, dass du es schaffst, mich dazu zu kriegen, etwas zu kaufen, was ich nicht brauche, was ich nicht will, was ich auch nicht wirklich spannend finde. Kannst du für mich arbeiten? Hast du den? Hat der? Hat der dann nee, arbeiten? Nee, der wollte nicht. Aber ich habe ihm gefragt, was kriegst du? Was zahlen die? Weil, Mann, wenn du da jetzt mein Salesman wärst, dann würdest du, glaube ich, hunderttausende Platten von mir verkauft kriegen, ja? Also ich weiß nicht, ob sie kennen ihn nicht, aber sie müssen ihn hören. Ohne den kommen sie nicht mehr durchs Leben. Genau, der berührt ihr Herz. Elena, gerade zurückschießen. Aber ich kann dir sagen... Kann ich die Frage zurückschießen, was war denn dein größter Fehlkauf? Du, ich glaube schon sehr viel... Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich in allem, ich würde es auch nicht zugeben, ganz ehrlich, weil ich habe natürlich so ein paar Sachen, wo ich weiß, wo es da draußen nachher auch Theater gibt, aber wenn ich dann, das Schlimme ist ja, wenn ich meine, ich brauche was, dann kann ich mich ja richtig verbeißen und ich liebe kaufen. Ich könnte ja das Geld zum Fenster rauswerfen, weil ich immer der Ansicht bin, wenn du es wegtust, kommt es auch wieder. Und ich komme ganz ursprünglich aus einer Kaufmannsfamilie, Generationen zurück. Die sind ausgebombt im Krieg und ich liebe verkaufen und ich liebe gute Sachen. Also ich verkaufe auch meinen Freundinnen, auch jetzt, ich mache ja das Shoppingparadies, ich rufe ständig meine Freundinnen an und sage ihnen, du musst Donnerstag einschalten, das ist ein so geiles Produkt. Und die kaufen es alle. Auch meine Freundin, die ist eine Schauspielerkollegin, die ruft immer an und sagt, Anna, ich muss die Sachen bestellen. Wenn du mir das erzählst, dann glaube ich, will ich sage halt immer, das ist auch richtig geil. Weil ich bin, weißt du, wenn ich von was überzeugt bin und ich finde es so toll, Sachen zu haben, schöne Sachen, ich mag das. Da bist du aber auch als Mann natürlich, ich kenne das von Herrn Karl, auch hier zum Beispiel meine Kosmetik, ne? So, ich benutze ja Dermalogica komplett, das ganze Bad ist voll.
der, dann sage ich ihm aber immer, was gut ist, weil es ist Unisex, ja, und der benutzt dann die Sachen heimlich, aber die stehen alle auf meiner Seite. Verstehst du? Denkst, da steht nur ein Deo und ein Parfüm. Verstehst du? Und bei mir steht so eine Armada. Da muss ich dir auch, ich muss dir ein Serum empfehlen, wenn wir uns treffen. Denkst du dann doch mal ran. Ich glaube, ich muss mit Karl mal reden. Welches Serum? Und schau hier, ich habe auch buntes Klopapier. Wow. Not bad. Das wirst du kriegen. So, pass auf, noch eine Nummer, mein Lieber. Okay. Moment, was hat der 5? Nee, 44, 43, 77. Lass uns mal die 1 machen. Was ist denn die 1? Ja, das weiß ich auch nicht. Aha. Was war denn dein erstes Haustier und wie hieß es? Hattest du überhaupt eins? Mein erstes Haustier? Jetzt muss ich nachdenken, weil ich hatte tatsächlich Kind und Jugendliche sehr viele Tiere. Ich hatte Kaninchen, ich hatte Schafe, ich hatte Hühner, Enten. Aber das ist ja kein Haustier. Ach so. Ja. Also hast ich hatte eine Katze? Ich hatte oder mal Vogel? So ein, ich hatte mal so ein Hängebauchschwein und da also die Geschichte kennen so ein paar Leute schon. Das ist leider sehr tragisch. Der Arme ist wirklich auch ertrunken. Aber lass mich überlegen, mein erstes Haustier, also Kaninchen. So ein Meerschweinchen, eine Ratte, ein Vogel. Nee. Ich hatte tatsächlich eine Ziege in Amsterdam, die war jetzt nicht im Haus, also oft nicht auf dem Hausboot, aber so direkt am Land. Und die ist dann auch. Am Land neben dem Hausboot eine Ziege? Ja, also in Amsterdam, da wo das Hausboot angedockt war, habe ich irgendwann bei einem der Nachbarn so Ziegen entdeckt. Die waren dann so ein Stall. Und dann habe ich den Typen gefragt, oh, kann man auch eine kaufen? Und er sagt, ja. Und dann habe ich meinen Papa gefragt und gekauft. Und hat mich mit Ziegen gehalten. Ich habe dann diese Ziege da mit so einer, wie nennt man, so eine Stange und so eine Kette, so, weißt du, dann fressen die erstmal so im Kreis und dann kommt die Stange woanders hin und dann fressen die da im Kreis, so dass immer so, so Rasenmäher, wenn du so willst, ja. Und aber die ist mir irgendwann abgelaufen. Und dann bin ich mit meinem Boot in den ganzen Amsterdamer Docks da so rum, Paddelboot auf Suche gegangen. Und jetzt halte ich fest, ich habe tatsächlich in so einem Schrottplatz, wo Schiffe so Eisen und so verschrotten, gefunden. Und dann habe ich die wieder mitgenommen. Und, also ich habe mit Tieren sehr oft Pech gehabt. Und vor kurzem ist auch leider unser Labrador gestorben. Der war schon 16 und der Bowie. Und das da war ich echt traurig. Da muss ich sagen, also ja, da habe ich auch geweint. Also das ist ja, aber verrückt. Das ist ja auch klar. Das ist ja wie ein Familienmitglied, ja. Oder? Und aber ich habe das Verrückte ist, ich habe also wir haben Hunde jetzt gerettet. Wir waren im Indischen Ozean auf Urlaub und da liefen da so auch so Wild Dogs rum und im Hotel kam jeden Morgen diese eine Hündin und wollte was zum Essen kriegen und da ist irgendwie so eine Connection entstanden und am Tag, bevor wir weggeflogen sind, haben wir den Hotelmanager gefragt, ja, was passiert denn jetzt mit der Hündin? Und der hat gesagt, ja, die werden umbringen, so wie jetzt. Sag, ja, weil die Gäste beschweren sich, also, ihr könnt doch nicht umbringen. Und dann habe ich irgendwie rumtelefoniert und jetzt haben wir 4 Dogs, weil die hatte noch Puppies gerettet und die Welpen sind alle jetzt irgendwie untergekommen. Aber die kleine Joni heißt sie, wir haben Joni genannt, die ist jetzt bei uns zu Hause und veranstaltet Chaos, weil keine erzogene Hündin. Du hast jetzt einen Hund. Ja, und eine Hündin. Und ich habe den Martin Rütter angerufen. Ich nütze selten meinen Promi-Bonus, aber ich habe gesagt, ich muss den jetzt anrufen. Ich weiß, der hat so viel zu tun. Ich habe gesagt, pass mal auf, Martin, ich habe hier ein Problem. Ich brauche eine Lösung. Wie erzieht man so einen Wild Dog aus dem Indischen Ozean? Und und jetzt habe ich den Salat. Aber die Joni, die ist toll, die ist wirklich süß. Und Bowie. Aber hat er dir geholfen? Der Ritter wird ja auch irgendwann kommen. Ich werde ihn dann nochmal fragen, ob er dir auch geholfen hat.
Weißt Sehr du? Gut. Das werde ich Ihnen jetzt als Pressure-Move nützen und sage, pass mal auf, wenn du nicht hilfst, dann wird Elena fragen, was hast du denn in... Was ist denn mit dem armen Michael Patrick mit dem Hund? Ne? Hast genau. du denn da geholfen? Ja, also das Lustige ist, was heißt lustig? Also, weiß ob, na, nicht lustig. Am Pfingstsonntag ist Bowie gestorben. Am Pfingstmontag kam Joni. Das Timing war total absurd. Aber ein Jahr später, oder? Nee, jetzt vor kurzem. Pfingstsonntag gestorben, 16 Jahre, also fast 16. Und am nächsten Tag kam Joni mit Condor in Frankfurt an. Und also wir haben nicht mal Zeit zum Trauern gehabt. Und ja, jetzt wir haben gucken, die hat auch so ein Weglauf, weil die ist Wild Dog, ja, die ist gestern ist die weggelaufen und dann Sky angerufen und gesagt, wir suchen so einen Mischling, so 2-3 Jahre alt. Oh nein! Ohne Scheiß. Und die läuft im Haus einfach so, die springt irgendwie aufs Sofa, springt in der Küche rum, also das ist wirklich eine große Challenge gerade. Und ja. Ich freue mich, wenn du dann aufs Konzert gehst. Nimmst du sie mit? Ich glaube nicht. Ich glaube dann, ich glaube, das ist, also, die ist so... Hunde und Kinder, vergiss es. Darfst du nie mit auf die Bühne nehmen, dann guckt dich keiner mehr an. Dann sind die nur ja. bei dem Tier. Das darfst genau. du nicht machen. Oh, das ist aber heftig. Ah, die musst du mir zeigen. Die ist so lieb. Die beißt nie. Die ist, also, die ist einfach wirklich die liebste. Aber die ist wild. Aber she's wild. She's a wild dog. Und, aber die ist total anhänglich und wir haben da so ein Panikgeschirr geholt, weil als man vergisst es, die ist schon krass, aber wir haben die Situation noch unter Kontrolle. Du musst in die Hundeschule. Ja, also ich habe den Martin gesagt, Martin, SOS, hilf mir. Ich habe die Lorelei jetzt am Samstag. Wie kriege ich das jetzt gelöst? Wir wollen danach noch einen Urlaub. Ja, ich muss noch Und ich habe keinen Plan. Und, aber gib die doch irgendwo hin, eine Woche in die Schule. Ja, Martin hat gesagt, bloß nicht in so ein Hundeheim. Er sagt, das ist nicht gut, weil, du musst dir vorstellen, die hat irgendwie so einen 12-Stunden-Flug hinter sich in so einer Kiste, ja. Und dann kommt die an und ihre Welpen sind weg, weil die haben wir ja untergebracht. Die waren auch schon 3 Monate alt, ja. Und dann... fremdes Land, komplett alles neu, zivilisierte Welt und ist schon krass, aber der Hotelmanager wollte die wirklich umbringen, der wollte die da... Nein, das ist ja richtig, das ist ja total richtig, aber du musst natürlich jetzt irgendeine Lösung finden. Ich würde dir auch anbieten, mein Sohn sucht ja immer einen Hund, um den er sich kümmern kann, wenn der mir aber die Wohnung hier zerstört. Ah, also Joni, vielleicht hast du kein stilles Törtchen dann mehr, vielleicht ist es dann ein... Vielleicht ist dann... Hier kommen jetzt Viecher. Warte mal, ich muss das Fenster zumachen. Ich habe nämlich das Fenster auf, weil es so wahnsinnig heiß hier ist. Und jetzt kommen aber die ganzen Viecher. Also da werden wir nochmal sprechen. Da überlege ich auch nochmal, ob mir was einfällt. Also dein Sohn, das klingt schon mal gut. Das ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht und der ist natürlich auch, weißt du, die sind ja auch, manchmal ist ja vielleicht auch eine Verbindung. Weißt du? Ja, total. Also so. Es ist ja, ja, aber... Sag mal, ist es dann nicht gefährlich, wo du da bist? Ich glaube, es geht. Also ich bin ein erwachsener Mann und stimmt, natürlich. Trucker pennen alle, also Manfred und Horst, die sind alle am Schlafen. Und wir sind hier immerhin 4.200 Leute, die dabei sind. Hey, Leute noch dranbleiben, also dass die uns, dass sie sich das anhören. Also was du erzählst, ist interessant, aber Entschuldige, das mit dem Hund finde ich sehr interessant. Entschuldige, ja. Da müssen wir dir auch helfen. Das werden wir noch mal klären. Die Geschichte ist aber wichtig ist. Dass wir noch die letzten 3 Fragen machen, bevor. Okay, da schneller zu antworten. Nein! Du musst eine Nummer sagen. Ach, eine Nummer, richtig, genau. Also, lass mal die 7 nehmen. Und das mit dem Hund und meinem Sohn besprechen wir. Welchen Traum Gerne. Möchtest du dir erfüllen? Welchen Hast Traum? Du einen? Hast du einen? Also, ich habe sehr viele meiner Träume schon erfüllt. Und, lass mal kurz nachdenken. Also ich habe so ein paar Projekte, so künstlerische Projekte, von denen ich nicht so viel erzählen kann im Moment, aber ich habe 2-3 Projekte, die mir sehr wichtig sind, wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren dann rauskommen werden. Und ja, also mein
Traum ist, dass einfach meine Musik Menschen einfach bewegt, positiv, ja, das Leben schöner macht. Also was mit deinem Humor, mit deinem Comedy, du bringst Menschen zum Lachen, zum Lächeln, du machst den Tag einfach schöner. Das versuche ich mit meiner Musik auch zu machen. Da, wo sie gerade Schmerz empfinden, dass sie einen Soundtrack dazu haben. Oder wo sie sich gerade freuen, dass sie dazu irgendwie einen Song haben, der gerade... Ich freue mich eigentlich über... Ich kriege manchmal... ja nicht mehr so viele Briefe wie früher. Und dann schreibe Nein, ich schreibe dir gleich einen Brief. Habt ihr gehört? Er kriegt keine Briefe mehr. Ich krieg schon Briefe, aber es ist ja nicht wie früher, weil du hast ja heute WhatsApp, E-Mail und ich weiß nicht was, ne? Aber ich mag das manchmal so Feedbacks zu lesen und dann kriegt man so Feedbacks, wo Leute sagen, hey, dieser Song hat mich wirklich durch meine Chemotherapie getragen, ja, oder wir haben unsere Oma zu diesem Song beerdigt oder wir haben es zu diesem Song getraut oder dieser Song hat mir geholfen, eine wichtige Entscheidung im Leben zu treffen. Da merkst du, okay, das ist nicht nur Entertainment oder so irgendwie, sondern es tut was für die Menschen und dann kann man die Gesellschaft auch irgendwie positiv beeinflussen und das ist für mich, also ich lebe eigentlich meinen Traum. Es gibt große Erfolge und das habe ich ja schon sehr jung erlebt. Ja, das erlebst du ja immer wieder, ne? Das ist genau. Aber da kam gerade eine sehr lustige Antwort auf die Frage, einen gut erzogenen Hund. That's my dream. I have a dream. Das ist ein Dream. I want to get Joni educated. Please help me. Call me now. Help! Help! So, die Leute fragen, wohin dürfen sie Briefe schreiben? Oh, scheiße, ich hab nicht mal so eine Fanpostadresse für die Leute. Jetzt, wo du es sagst. Das macht Sinn. Also, du sagst, du kriegst nicht mehr viele Briefe und jetzt hast du keine Adresse, wo sie hinschreiben können. Also, was auf jeden Fall geht, ist zu meiner Plattenfirma. Meine Plattenfirma heißt Sony Columbia und die sind in Berlin. Boah, wie heißt die Straße? Ich weiß es nicht. Aber Sony Columbia in Berlin und dann einfach zu Händen Michael Patrick Kelly oder MPK. Und dann kriege ich das auf jeden Fall. Also, aber ich meinte das jetzt mehr so Aufforderung. Jetzt kriegst du Briefe. Jetzt kriegst du. So, das hast du gewollt. Nächste Frage. Erzähl, Elena. Du musst eine Nummer sagen. Ach so, ja, ich muss ja. Du bist müde. Lass mich überlegen. Was haben wir denn? Lass mal so die 33 nehmen. Entschuldige, es liest niemand anders, es liest nur er. Wenn es zu Händen von ihm ist, kriegt er. Was, 33? Oder? 33. Ach, das ist interessant. Das ist interessant. Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch? Eher ein Abendmensch. Ich bin, also abends bin ich vor allem auch kreativ und morgens muss ich echt sagen, boah, das Aufstehen tut mir, also schon so. Boah. Ich habe es mir jetzt angewöhnt. Also ich werde jetzt nicht für dich tanzen, Elena, aber pass mal auf, ich versuche das jetzt mal zu zeigen. Wenn ich morgens aufstehe, ja? Stell mal das Handy hin und geh mal weg. Genau. Wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich sowas. Warte mal, wie kriegen wir das hier an der Zapfsäule irgendwie? So. Bleib ein bisschen Geduld. Wenn ich morgens aufstehe, ja, dann mache ich den hier. Nein! Eine Minute, dann kurz durchatmen, dann nochmal eine Minute, also fünfmal und dann mache ich das über den Tag verteilt, wenn ich nicht jetzt joggen gehen kann oder so. Dann mache ich diese kurz mal so Herz und Kreislauf und das ist Hammer, das ist richtig gut. Das heißt, wenn man sich mit dir trifft, kann passieren, dass du plötzlich neben einem stehst. Ja, das hat mir so ein Coach empfohlen. Das ist so ein Typ, der heißt Arthur. Das ist ein Pole und der nennt mich immer Maschine. Er sagt, Maschine, was geht? Maschine. Und ich nenne ihn immer King, weil er Arthur heißt. Und das ist so ein Osteopath, Immunologe, der bereitet hier die Bundesspieler auf die großen internationalen EMs und WMs. Ja? Und den bin und ich die machen das auch die ganze Zeit?
Ja, der sagt, er sagt, Maschine, ich werde nur mit dir arbeiten, wenn du Vitamin D3 nimmst. Und dann musste ich so einen Vitamin D3-Test machen. Und dann hat er meinen Spielwert oder wie auch immer man das nennt, dann gemessen und gesagt, okay, du musst so und so viel pro Tag nehmen. Und ich nehme 5600 Einheiten pro Tag Vitamin D3 und mache das mit allen seinen Spielern. Und dann hat er mir noch empfohlen, diese One-Minute-Moves morgens zu machen oder über den Tag verteilt 15 Mal. Er sagt, das ist mehr wert als eine Stunde joggen gehen. 15 mal eine Minute mehr wert als eine Stunde joggen. Du machst den ganzen Tag über, machst du 15 mal eine Minute diese Bewegung? Ja, über den Tag, also morgens 5, manchmal 7 und dann später am Tag, wenn ich nicht joggen gehe, wenn ich nicht so richtig so eine halbe oder dreiviertel Stunde oder so laufe. Du darfst aber nicht zu viel joggen gehen, das muss ich dir jetzt sagen, weil das mergelt so aus. Dann verlierst du an Attraktivität. Wenn du zu viel joggen gehst, diese Leute, die zu viel joggen, die werden hier so sehnig, weißt du? Du darfst also, noch ist da keine Sorge. Ich sage dir nur, pass auf. Okay, aber bis zur Tour im September muss ich schon fit sein, weil so 2, 2,5 Stunden da performen. Ich meine, allein vom Singen bis hast du ja 100 Muskeln, die aktiv sind oder mehr sogar. Und dann bewegst du dich auch die ganze Zeit und schwitzt. Also ich muss schon fit werden für die Tour. Und da ist das Joggen schon nicht verkehrt, Elena. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich jetzt, ich habe ja auch neulich, also der Herr Karl war auf dem Rolling Stones Konzert und der sagte, was der Mick Jagger in dem Alter, wie fit der ist, das heißt ja wirklich, also du musst dich eigentlich körperlich richtig fit kriegen, bevor du auf die Show gehen kannst, oder? Ja, absolut. Also was ich versuche zu tun, ist so 3 bis 4 Wochen vor Tourstart. Ich habe hier zu Hause so eine Art Laufband. Und dann gehe ich in einen sehr schnellen Gehtempo, also trackmäßig. Die komplette Show singe ich einmal durch. Nein, auf dem Laufband. Also nicht jetzt joggend, sondern mehr so schnell gehend, weißt du? Damit der Körper sich daran gewöhnt, auch die Atmung, damit man einfach nicht außer Atem geht, ja? Und das ist super, das ist ein sehr guter Exercise, um einfach, also bis September, bis ich in Neu-Ulm am 15. Also ich bin vorher schon im Ausland unterwegs, da muss ich das jetzt in meinen Kalender eintragen. So, mein Lieber, die letzte Frage naht. Oh, last but not least, dann lass uns mal, keine Ahnung, die 65 nehmen. Ich habe auch eine Idee für Joni. Oh. Vielleicht. Also, das finde ich aber, warte, ganz kurz. Was würde dein bester Freund oder deine beste Freundin sagen, ist an dir schrecklich? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mit Ray Garvey eine Nummer rausgebracht. Best Friend. Und, tolles Lied. Das kann man sich wirklich mal anhören, bitte. Ne? Und es gibt auch eine geile, Entschuldigung, muss ich kurz sagen. Es gibt eine wirklich, 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 und du sagst jetzt, wo es die gibt. Jetzt mach mal ein bisschen Werbung, Herrschaftszeit. Oh. Du hast so eine geile Dokumentation über dich. Stimmt. Über das Album Boats vor allem. Also das kann man auf meinem YouTube-Kanal sehen. Das heißt Boats Based on a True Story, Film Documentary, glaube ich. Michael Patrick Kelly. Und für die Deutschsprachigen, die das jetzt, sag ich mal, auf Deutsch hören wollen, gibt es das in der ARD-Mediathek. Das kann ich, also wer Bock hat zu wissen, worum es auf dem Album geht, da diese ganzen Geschichten und so, ich glaube, das sind 43 Minuten oder so. Und aber zurück zur Frage, also, was findet Ray Garvey an dir schrecklich? Oh, also ich bin nicht zuverlässig, wenn es um Kleinigkeiten im Leben geht, so Geburtstage oder ich bin sehr oft nicht pünktlich. Also das ist so. Also da bin ich kein guter Freund, muss ich sagen. Wenn jemand wirklich in Schwierigkeiten ist, dann bin ich auch da. Dann lasse ich auch alles liegen und bin dann sofort da. Aber so die Kleinigkeiten im Leben, diese kleine so Jubiläumsdaten oder bin so schlimm. Also ich trage das auch in meinen Kalender ein, aber ich gucke dazu selten rein. Und naja, aber vielleicht auch, das ist ein interessantes Thema. Ich war zum Beispiel, bis ich 40 geworden bin, war mein Geburtstag der wichtigste Punkt. Und wenn du nicht angerufen hast, war danach over. Heute ist es mir wurscht. Also weißt du, es gibt ja auch so Sachen, auch so mit Sachen, mit denen man aufwächst. Verstehst du? Wenn irgendwie wichtig ist, wenn es jemand schlecht geht, da zu sein, bist du da. Aber es ist nicht wichtig,
ich meine, du hast ja auch viele Geschwister und die haben ja auch noch mal viele Kinder und da gibt es ja auch noch Onkel und Tanten. Wie soll man sich denn diese ganzen Geburtstage, da musst du ja einen Geburtstagskalender führen, um jeden Tag da anzurufen und meistens wollen die Leute ja gar nicht. Die haben ja das Handy aus, weil die den Tag in Ruhe verbringen wollen. Ja, da ist auch was dran. Stimmt. Nein, aber weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein Ding. Es gibt Menschen, denen Daten ganz wichtig sind. Ja. Ja? So. Ich glaube, ich habe über dieses Thema ein bisschen nachgedacht. Kann es sein, dass Leute wie du und ich, weil wir ja immer wieder Applaus bekommen oder weil wir darstellende Künstler sind, sage ich mal, und deshalb in der Öffentlichkeit stehen und so und Aufmerksamkeit ja schon bekommen, dass es uns vielleicht weniger egal ist als andere, die, sage ich mal, weniger Menschen kriegen, weißt du, und sich dann freuen, so, boah, der hat an mich gedacht und für den ist das mit dem Geburtstag sehr, sehr wichtig und wenn du es vergisst, dann sind die auch sauer und dann denke ich so, boah, Mann, ist das echt so wichtig, aber tatsächlich ist es vielleicht einer der wenigen Tage im Jahr, wo sie sagen so, heute bin ich das da. Ja. Und wir sind ja ständig irgendwie, I don't know, aber gutes Thema. Das ist ein gutes Thema, vor allem, weil man natürlich, wenn das jemanden anderem so, es gibt ja Menschen, denen es wirklich ganz, ganz wichtig ist. Ja? Ich schenke zum Beispiel zwischendurch gerne. Weißt du, wenn ich was finde, schenke ich gerne. Und es gibt aber Menschen, die wollen, dass man an dem bestimmten Tag schenkt. Ja, oder also zum Beispiel meiner Mutter ist der das finde ich auch toll, der Weltfrauentag einfach wirklich wichtig. Und mir ist der auch wichtig. Sie sagt, der Muttertag interessiert mich nicht. Ich möchte aber am Weltfrauentag angerufen werden. Wow. Aber weißt du, einfach zu sagen, hey, ich gratuliere zum Weltfrauentag. Und das sind Sachen, weißt du, ich finde den auch total wichtig, aber meiner Mutter ist ja besonders wichtig. Weil die kommt doch aus einer anderen Zeit. Die hat anders gekämpft für die Rechte der Frauen. Ja? Und da habe ich mir mittlerweile, stelle ich mir eine Erinnerung im Handy. Oh, schön. Weil ich ihr eine Freude, also der ist für mich wichtig, aber er ist für sie wichtiger. Und ich weiß, dass es ihr so wichtig ist. Und dann, damit ich es, weil ich vergesse es sonst. Ich vergesse es. Nicht, weil ich es mir uninteressant, sondern weil er mir nicht, also nicht, weil ich aber vielleicht auch nie so kämpfen musste. Verstehst du? Ich bin gut aufgewachsen in einem guten Land, wo ich als Frau, als weißt du, ich habe diese Kämpfe nicht geführt. Total. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gerade erzählst, weil, wie soll ich sagen, wenn man seine Liebsten, also Freunde, Familie, was auch immer, wirklich liebt, dann weiß man, was denen wichtig ist, oder? Ja. So. Wenn man es schafft, das, was denen wichtig ist, auch wichtig für einen zu machen, also dass man dran denkt, so, dann ist man, glaube ich, wahrscheinlich, dann trifft man den Nerv, der getroffen werden soll, so, dann bin ich glücklich. Ne? Also ein guter Punkt. Und das kann ich tatsächlich sehr schlecht. Das ist so my big weakness. Also ja, es gibt auch Sachen, die kann man nicht so gut. Es ist auch mittlerweile, ich muss dir auch sagen, wir werden das fortsetzen müssen. Es gibt ja noch eine Toilette, ich muss den Hund kennenlernen. Du kannst, was wollte ich noch sagen? Zu Joni, weißt du, was du den Ritter noch mal fragen solltest? Ob du sie nicht trainieren könntest? Probier mal mit der zu laufen. Mit der zu laufen? Du, ich glaube, laufen tut die sehr, sehr gerne. Ja, aber das wäre doch nicht schlecht. Dann kannst du trainieren, weißt du? Und was willst du damit sagen? Erst nein, sagst ich du, ich soll nur nicht sagen, trainieren, weil ich soll mit einer Klappe jetzt sagen. Sagst du, ich soll trainieren. So, Elena, das war schön mit dir, tschö. Nein, aber im Ernst, ja, du hast recht. Also ich glaube, also Martin hat mir am Telefon gesagt, dass mit diesem Wettlaufdrang, das kann man vielleicht wegtrainieren. Mein Gedanke ist, die war ja immer so Free Bird oder Free Dog und will einfach raus. Das andere ist, vielleicht sucht sie ihre Welpen, sagt, wo sind meine Kids? Ja, keine Ahnung, warum sie da immer weglaufen will. Aber das war gestern echt, boah. Also der Bowie, der Labrador, der war auch schon mal 3 Tage weg. Also wir haben überall gesucht und irgendwann haben wir den bei Obdachlosen, bei Punks in Düsseldorf, also an der Köhe oder irgendwo gefunden. Und die Joni war jetzt nur eine Stunde weg. Also die war schneller wieder gefunden als Bowie. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben die Hunde Angst vor mir, weil ich mit der Ziege irgendwie missgebaut habe. Nein, du musst es einfach nochmal neu angehen. Du musst einfach mit dem Hund gucken in die Augen. So, der fand ich weg. Jetzt war ich kurz weg. Sorry. Du warst weg. Es ist irgendwas passiert. Und mittlerweile hast du auch grünes Licht. Oh ja, sorry. Also ich bin gesund. Ich bin nicht krank.
Das liegt nicht an mir, das ist einfach... Nein, nein, ich will es nur sagen, du hast mittlerweile Gründe... So, wir werden das, wir müssen... Du, mein Lieber, weißt du eigentlich, wie spät wir haben? Wir haben 23.30 Uhr, du bist auf irgendeiner Raststätte, irgendwo in Deutschland. Ja, ja? Du musst aus, jetzt... Ja. Ich, mir läuft die Suppe runter, ich habe mittlerweile schon Klopapier in mein Gesicht geklebt. Guck mal hier, jetzt leuchtet wir werden das fortsetzen. Sag bitte, wo kann man deine Tour... Teddy, meine Tour? Wo also, kann man deine Tourdaten abfragen und Karten auf kaufen? Auf meiner Homepage stehen die ganzen Tourdaten, sowohl die im Ausland, in Holland, in Polen, wie auch jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das geht am 2. September los, aber in Deutschland geht es am 15. September los. Und ich freue mich ja wie ein Kind und ich sage es in fast allen Interviews, weil es einfach stimmt. Ich fühle mich wie so ein Rennpferd, der nur drauf wartet, bis die Schranke endlich aufgeht. Und ja, also es wird höchste Zeit wieder auf die Bühne zu gehen und in mein Element zu sein. Und ich bin, im Moment habe ich so viel Vorfreude und Dankbarkeit, dass ich wieder on stage sein darf. Und noch einmal kurz hier für... Und ich will nur sagen, wäre er zu Hause gewesen, hätte er bestimmt ein Schlaflied für uns gesungen. Aber so, auf der Raststätte im Niemandsland, wo alles zu hat, macht er das nicht. Niemandsland heißt Königsforst Ost. Also ja, aber es hat zu. Es hat zu mitten in der Nacht. Zu. Und jetzt, hier kann man nur im Busch pinkeln gehen. Ich habe so geschwitzt, dass das Toilettenpapier am Mund hat. Michael, du passt jetzt auf, dass du gut nach Hause kommst. Wie lang fährst du denn jetzt noch? Danke dir, Elena. 6 Stunden musst du ich noch glaube, fahren. Also ich fahre nicht nach... Ja, kannst nee, du nicht nee, ich da krieg irgendwo über Nacht oder morgen früh weiterfahren? Irgendwo such dir doch so ein Motel. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwo, ich krieg das hin. Aber Elena, ich finde dein Format richtig cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das war super. Und vielleicht kriegen wir das tatsächlich in Teil 2 hin in meiner fertigen Gästetoilette, von der ich so viel erzählt habe. Und dann kannst du auch Joni kennenlernen. Und ich lerne deinen Sohn kennenlernen. Ich lerne dann deinen Sohn kennen. Und dann haben wir vielleicht für Joni auch einen Spaziergänger. Dann haben wir ein Match. Das ist nicht schlecht. Und du passt auf dich auf. Du fährst jetzt bitte, bitte vorsichtig. Ja? Mach ich. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, hat guten Spaß Tourstart, gemacht. Geiles Lorelei-Konzert, genieß Thank es. You. Ja. Thank you. Und danke Sag an alle, die eingeschaltet haben. Thank you for joining us. Thank you, danke. Ganz Ciao, liebe Grüße. Ciao, mein Lieber, ciao. Ciao, Elena, bis bald, ciao. Bis bald, ciao. Was mache ich jetzt? Ich mach. Ach, der ist entzückend. Da war der auf der Raststätte. Ich meine, das ist ja auch völlig verrückt, oder? Völlig verrückt. Aber ein herrlicher Abend, ein herrliches Gespräch. Ihr Lieben, jetzt nochmal, damit ihr das... Ferdinand, Elena. Wo bist du denn? Ferdinand, wo bist du? Warum ist bei dir hell? Elena, ich bin in Irland. Ich habe mir gedacht, jetzt ist ja Vollalarm hier. Guck mal, siehst du das im Hintergrund? Ich habe eine mega schlechte Verbindung hier. Ja, ich merke es. Siehst du das? Ich merke es. Ja, ich habe eine richtig... Es gibt hier kein Wi-Fi, es gibt hier nur 3G. Das hatte ich zuletzt 2007, glaube ich. Also, wundert dich nicht. Ich glaube, wir sehen uns also nächste Woche wieder. Nächste Woche in Ruhe. Ja, ich bin hier. Schau mal, hier, siehst du die Kühe im Hintergrund? Es ist herrlich. Es ist herrlich. Es ist traumhaft. Und da drüben, warte mal, sieht man das? Ich habe leider jetzt gerade so... Da hinten ist das Meer und die Wellen und so... Ferdinand, du hängst aber. Zeugs. Also, ja, weil du genießt es, schick mir Fotos. Kein Internet. Es gibt hier Kühe, aber kein Internet. Dann schick mir Fotos. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Wenigstens mal noch kurz da, der Ferdinand. Also es war ein wunderbarer Abend. Ich wollte euch nur sagen, ich möchte mich nochmal von Herzen für meine neue Unterstützerin Noili Bahakran, Bi-Organic aus Wiesbaden bedanken. Es ist so, so, so toll, dass ihr an Stille Örtchen glaubt und dass ihr jetzt an meiner Seite seid. Und eine von euch kann dieses wunderbare Shampoo, das Scalp Simulating Purifying Shampoo und den Smooth Repair Hair Mask gewinnen. Und zwar schreibt ihr
Ein lustiges, kreatives, nettes Kommentar zum Thema Wind im Haar, Sonne im Gesicht und Meer im Blick. Bis Dienstagabend, 18 Uhr. Dann wird der die Gewinnerin bekannt gegeben. Und bis noch 25 Minuten könnt ihr euch auf das Wochenende im September bewerben unter me-time@fashion-style-academy.de. Und ja, und ich freue mich total. Und am Donnerstag gibt es Ulig Shopping Paradies um 20.15 Uhr für Noeli. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Das ist ganz, ganz toll. Schaut einfach zu. Das ist sozusagen meine feine kleine Werbesendung, die ich sehr, sehr liebe, weil ihr wisst, ich liebe Verkaufen, wie wir heute Abend wissen. Michael Patrick, ich werde auf ein Konzert kommen. Ich wünsche euch eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Nacht. Schlaft schön. Ich bin schweißnass. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz duschen. Jetzt bin ich auch ganz aufgedreht. Es war toll, toll, dass ihr da wart. Und was für eine Nacht. Danke, Hake. Danke, der Malotschika. Danke, Ingrid. Und danke, Noeli. Wie toll. Wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulig still Wörtchen. Und wie geil die Verbindung auf dem Parkplatz gehalten hat. Ich drehe durch.